Moin, Moin. wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ciao. Ciao. Moin nochmal. Moin. Heute berichten wir von den Stellplätzen in Braubach am Rhein und Bad Ems, beides in der Nähe von Lahnstein. Da standen wir mit dem Wohnmobil und wollten eigentlich diese beiden Plätze uns mit dem Wohnmobil anschauen. Nur, wir hatten, wie ich im Lahnstein-Video schon erwähnte, nicht auf dem Schirm, dass Rhein in Flammen war. Nee. Und deswegen die Stellplätze alle mega überfüllt waren. Und dann haben wir gesagt, nee, da versuchen wir es jetzt gar nicht, dann fahren wir lieber mit den Fahrrädern dahin. Richtig. Ne? Weil es ja nicht so weit war, beide Plätze, konnte man das ja so Genau. gut machen. Ne, da, Braubach ist von Lahnstein ca. 6 Kilometer, Bad Ems 10 Kilometer, also wunderbar zu fahren alles. Und das Risiko wollten wir nicht eingehen, dass wir da dann unseren Platz am Kränchen verlieren quasi. Da sind wir lieber am Kränchen stehen geblieben und haben uns die Stellplätze mit den Fahrrädern angeschaut. Es war ja auch nicht so schlimm, weil der Platz da ja auch sehr schön ist, ne? Ja, kann man so Lahnstein, aushalten, ne? genau. Und die anderen Plätze sind auch schön. Bad Ems ist ein bisschen klein für uns, haben wir festgestellt. Aber sonst Braubach direkt am Rhein. Erste Reihe natürlich nichts zu kriegen. Als wir Logisch. da waren, komischerweise, werdet ihr sehen, da war die Mitte frei. Steckst du nicht drin? Wir waren mit den Fahrrädern da. Schaut euch das mal an, ne? Viel Spaß dabei. Ciao. Ciao. So, hier der Überblick, wo wir uns befinden. Wir sind auf dem Weg von Lahnstein nach Braubach mit dem Fahrrad. Da oben sieht man schon die Marxburg von Braubach. Wie ihr gesehen habt, ist die Strecke ungefähr 6 Kilometer lang von Lahnstein, vom Kränchen aus bis zum Stellplatz in Braubach. Jo, da sind wir schon. Rechts befindet sich schon der Stellplatz. Hier nochmal die GPS-Daten. Hier rechts rein geht es schon. Die Straße ist übrigens nachts ruhig, also haben wir nichts gehört. Wir haben schon öfters hier gestanden, auch mit dem Wohnmobil. Also haben immer sehr gut geschlafen. Jo, das ist der Stellplatz. Offiziell 46 Stellplätze. Da hinten gibt es die Wiese, die ist jetzt gesperrt. Da können, wenn viel los ist, auch noch Wohnmobile stehen. Die ist jetzt gesperrt, ich vermute, weil es wochenlang geregnet hat. Da wird man umsonst die Wiese kaputt fahren, das muss ja nicht sein. Und die Wohnmobile würden eventuell stecken bleiben. Da kann man überall noch stehen sonst. Wunderbar direkt am Rhein gelegen, das ist schon was, ne? Nur wie gesagt, wir waren ein bisschen baff, weil uns gesagt wurde, dass alles voll ist. Deswegen sind wir nicht hier hingefahren, weil wir den Stellplatz in Lahnstein nicht verlieren wollten, am Kränchen. Wenn wir hier nichts bekommen hätten, aber wir sehen, die ganze Mitte ist ja frei. Allerdings mittig stehen hier ist dann nicht so ganz so toll, da bleiben wir doch lieber am Kränchen. Ansonsten die erste Reihe ist natürlich eine Show. Schön die Schiffe gucken, direkt am Rhein. Das ist schon mal was. Da fahren wir auch die Fähr- und Entsorgung zu. Und die Müllentsorgung. Glasentsorgung. Hier ist die Fähr- und Entsorgung rechts für die Kassettenreinigung zum Kassettenauskippen im Boden und der Reinigungsschlauch und links Frischwasser. Das ist die Ablassstelle für das Grauwasser, der Bodeneinlass. Da ist die Marxburg noch mal schön zu sehen.
Da sind wir vor ein paar Jahren auch schon mal hochgegangen. Kann man gut machen. Schöner Ausblick von da oben. Wunderbar. Stehen natürlich eng, die Wohnmobile, machen wir uns nichts vor, aber um direkt am Rhein zu stehen und Schiffe gucken, nimmt man das mal in Kauf. Hier ist das Informationsgebäude und die Sanitäreinrichtungen. Da ist der Kassenautomat. Kostet jetzt im August 23, kostet 16 Euro inklusive Strom und Wasser. Das ist ein Aufenthaltsraum. Mit Bücherecke und Informationsmaterial. Draußen kann man aussitzen bei schönem Wetter und hier geht es jetzt in den Sanitärbereich. Eine große behindertengerechte Dusche. Männer-WC rein, Urinal und rechts das WC, wo ich jetzt nicht reinkomme, weil es besetzt ist. Ja, so ist das. Machen wir Licht wieder aus, ist hell genug. Da ist das Damen-WC, Waschbecken. Hier nochmal schön zu sehen, dass wir auch wirklich im Braubach sind. Hier haben wir schriftlich. Ja, direkter geht es nicht an den Rhein. Näher kommt man nicht ran. Da kommt ein wunderschönes Kreuzfahrtschiff, diese Flusskreuzfahrten werden ja immer mehr in. Die Schiffe sind schön anzuschauen und die Leute, die drauf sehen, sehen auch immer zufrieden aus. Macht doch was her, ne? Jo, hier mal ein Anblick vom Schiff aus. Da haben wir eine Schifffahrt gemacht, die Burgenrundfahrt. Und da sieht man den Stellplatz auch nochmal wunderschön von der Wasserseite aus. Ist immer eine ganz andere Impression, eine ganz andere Ansicht vom Wasser aus. Also ist schon interessant. So, dann haben wir uns auf den Weg nach Bad Ems gemacht. Von Lahnstein aus, wie ihr seht. Circa 10 Kilometer entfernt. Hier ist die Anfahrt zu dem Stellplatz und die GPS-Daten. Kutschers Marina. Hier ist die Einfahrt, aber ich drehe nochmal mit um und will nochmal kurz zeigen, wie nah doch dann der Discounter liegt, der berühmte. Und nicht nur der, sondern viele andere Geschäfte, also ist wirklich, ist man gut versorgt. Und
und auch die Straße wunderbar zu fahren. Also Anfahrt kein Problem und Versorgung auch nicht, weil da erscheint schon das Schild des großen Discounters. Und dann ist man nämlich schon da. Da bekommt man natürlich auch seine Brötchen dann, wenn man möchte. Weiter von hier aus mit dem Fahrrad ist es 5 Minuten bis zur Innenstadt. Hier ist aber jetzt die Einfahrt zum Stellplatz. Offiziell soll es 16 Stellplätze sein. Also hier ist das dann wirklich eine enge Kiste, finde ich. Aber für kleinere Wohnmobile dann gut geeignet. Auch, man sieht, trauen sich auch große da drauf, aber das ist dann schon eine Schrauberei da manchmal. Man steht wie im Braubach auch ziemlich eng, aber das ist natürlich auch eine schöne Location, wenn man das jetzt sieht. So direkt am Wasser mit dem Ausblick hier. Das hat schon was. Jo, dahinter ist der Jagdhafen und auf der linken Seite. Also ist schon wirklich toll gemacht hier. Hat schon ein maritimes Ambiente, also ist schon, wenn ein bisschen Schiffe mag und so weiter, ist dann auch hier gut aufgehoben. Hier rechts befindet sich jetzt das Gebäude mit der Information und die Sanitäreinrichtungen. Hier ist dann die Anmeldung und Informationsraum und Bücherkiste und was man so braucht. Der Stellplatz kostet jetzt im August 23 16 Euro. Strom und Dusche muss man münzen, also extra bezahlen. Das ist jetzt quasi hinter dem Gebäude, das ist schon auch wieder ein schöner Yachthafen. Schön anzuschauen. So, hier geht's jetzt auf die Herrentoilette. Und duschen. Geradeaus ein Herren-WC. Auf der anderen Seite gegenüber ein Urinal. Was immer eine gute Geschichte ist, weil die da reinpinkeln, versauen nicht das WC. Ne? So ist es. Und hier sind die Duschen. Kann ich nicht reinschauen, weil man Geld reinwerfen muss. Von Hören sagen, aber in Ordnung. Waschbecken. Vielleicht Waschbecken draußen und nebenan die Damen, Toiletten und Duschen. Hier rechts neben der Einfahrt ist dann die Müllentsorgung, Mülltrennung mit Glas. Und hier geradeaus geht's an der Wand, das ist Gabi, an der Wand befindet sich die Ver- und Entsorgung unten.
die Gazettenentleerung mit dem Reinigungsschlauch. Und das ist jetzt ein bisschen abenteuerlich, das Grauwassersommer mit dieser Rinne da, die an der Wand hängt. So schlecht ist die Idee gar nicht, da reinleiten. Also mit dieser Dachrinne, nenne ich es mal. Quatsch, Dachrinne, Entschuldigung. Fallrohr, Abwasserrohr soll man unter das Auto halten und dann da reinleiten. So grundsätzlich ist die Idee gar nicht schlecht. Ja, Gabi zeigt gerade, wenn da noch einer parkt und dann einer entsorgt, da geht gar nichts mehr. So, das ist jetzt alles von dem Stellplatz gewesen. Jetzt ein paar Impressionen von Bad Ems, eine wunderschöne Stadt. An der Lahn. Sehr gepflegt. Schön anzuschauen. Jo. Freut Gabi sich immer, wenn sie so schöne Blümchen und all sowas sieht. Hier ist übrigens das älteste Casino Deutschlands, was wir da sehen, in Bad Ems. Das war das allererste. So, das war die Vorstellung der beiden Stellplätze in Braubach und Bad Ems. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und ciao.